Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von PES 2020 mit dem FC Bayern München. Es geht ja bald los mit PES 21 und deswegen ballern wir richtig durch. Gestern kam eine Folge, vorgestern kam eine Folge, heute kommt eine Folge, morgen kommt eine Folge. Also es geht richtig rund mit PES, damit wir noch durchkommen in dieser Saison. Ich habe ja ein bisschen gepennt und deswegen müssen wir jetzt wenigstens zum Ende hin ein bisschen durchballern. Zu PES 21 kann ich schon mal versprechen, wird es von Anfang an durchballern. Also es wird richtig, richtig cool. Ich freue mich schon richtig drauf. In PES 21 spielen wir den Triple-Sieger FC Bayern München. Hier in PES 20 können wir dafür sorgen, dass wir auch das Triple gewinnen, denn Meisterschaft haben wir gewonnen. Im DFB-Pokalfinale stehen wir und gegen Juventus spielen wir jetzt das Hinspiel im Halbfinale der Champions League. Also, wir müssen dafür sorgen, dass wir auch ins Finale der Champions League kommen und dann können wir es tatsächlich schaffen, das Triple zu holen. Ich bin total gespannt darauf. Letzte Folge haben wir zwei Bundesligaspiele gehabt, war natürlich total unwichtig für uns, da wir eben schon Meister waren. Nichtsdestotrotz waren sie total cool, bis auf, dass ich gegen Paderborn verloren habe. Das war nicht ganz so nice. Spiel war trotzdem nicht schlecht, aber ja, letztendlich habe ich halt verkackt und das war ein bisschen bitter. Heute passiert mir das hoffentlich nicht. Gegen Schalke, gut, werden wir wahrscheinlich auch nur mit der B11 spielen. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem Hoffnung, dass ich nicht verkacke. Und ja, hier wollen wir natürlich mit der ersten Elf spielen, also total reinballern. Ja, 92er Stärke, wir sehen es. Also ich hoffe, dass es wirklich gut laufen wird und wir ein gutes Hinspiel hinlegen. Denn in den Hinspielen waren wir ja bisher immer so lala. Deswegen möchte ich dieses Hinspiel jetzt endlich mal gut bestreiten, damit ich im Rückspiel nicht wieder so viel Stress habe. Wir setzen mal Coman an, weil Gnabry diesen Ball nach unten hat. Ist jetzt nicht so wichtig, aber machen wir auf jeden Fall. Ansonsten bleibt die Elf so und wir starten direkt rein. CR7 steht bereit. Manuel Neuer ihm dagegen. Und die Bayern-Einlaufmusik erklingt. Ich hoffe ja so sehr, dass die Tormusik bzw. etliche weitere Musik auch noch eingefügt wird zu PES 21. Weil diese Musik, die ihr hier gerade im Hintergrund hört, die ist von PES selber. Die Tormusik bzw. wo ich letztens Meister geworden bin, die habe ich ja selber eingefügt im Videoschnitt. Und bei Juventus zum Beispiel, das werden wir hoffentlich nicht hören, Juventus hat zum Beispiel die Tormusik schon mit drin. Das heißt, wenn wir jetzt dann das Rückspiel haben und dann zu Hause bei Juventus eben spielen, also auswärts, dann würden wir theoretisch die Torhymne von Juventus Turin hören. Die müsste ich nicht einfügen. Das würde ich mir auch wünschen für PES 21, dass es auch bei Bayern ist und vielleicht sogar bei ein paar anderen Vereinen. Aber man kann ja nicht alles haben. Ich habe Hoffnung, dass ich hier wenigstens Schuss abkriege. Sané wird da ziemlich ramponiert. Ich stelle mal auf defensiv. Das ist mir wichtig jetzt. Ich will das mal ausprobieren. Boah. Konter nach der Ecke. Thomas Müller nicht der schnellste. Aber wenn der Torwart rauskommt, ist es ein Schlitzohr. 1:0 in der 10. Spielminute. Was für ein komischer Jubel. Aber ich feier's. Die Ecke war ja sehr knapp. Also da hatte ich schon Angst, dass ich jetzt ein Tor kassiere. Aber der Konter war gut und Müller setzt sich durch. Szczęsny, glaube ich, ist der Torhüter, wenn ich mich nicht ganz täusche. So oder so ähnlich wird er auch ausgesprochen. Und der kommt ein bisschen weit raus. Und das lässt sich Thomas Müller nicht nehmen. 1:0. Total wichtig. Jetzt spielen wir es mal clever. Warum nicht? Wenn wir schon in der 10. Minute ein Tor gemacht haben,
ist es doch total schlau, jetzt zu sagen, ich bleibe einfach auf defensiv, spiele das ganz locker runter und vielleicht mache ich noch ein Tor. Wenn nicht, würde ich gerne das 1-0 behalten. Definitiv keins kassieren. Einfach, ich bin auch mit dem 1-0 zufrieden. Mega. Warum nicht? Und vielleicht machen wir ja noch eins. Kingsley Coman. Wird ein Eckball. Ist doch schön. Also wie gesagt, wir haben Chancen. Es kann sein, dass wir noch ein Tor machen. Aber es ist ganz locker. Es ist ganz locker, ganz easy. Kein Risiko. Eher auf Konter fahren. Und auf Standards. Alter, wir hatten jetzt drei gute Ecken hintereinander. Wäre schon nice, wenn da auch mal einer reingehen würde. Ist die Champions League halt total wichtig. Da wir ja hier Hin- und Rückspiel haben, muss man das halt schon clever machen. Ich hätte zwar auch gerne ein 8:2 wie in echt gegen Barcelona oder so. Das war halt absolut krass. Das hätte ich auch gerne hier. Aber das werde ich nicht hinbekommen. Und deswegen einfach ganz clever. Boah. Schöner Freistoß da von Pjanic, glaube ich, war es. Ich habe den Ball vorgehauen in Hoffnung, dass er abpfeift. Macht er auch. 10. Minute 1-0, wie gesagt. Ansonsten relativ clever zu Ende gespielt. Paar Chancen gehabt. Wir hätten durch Eckbälle definitiv noch eins machen können. Vielleicht sogar müssen. Ja. Kann man nicht meckern. Bin ich echt zufrieden mit. Boah, Pfostenschuss von Gabiot. Das ist natürlich eine harte Nummer. Das darf natürlich dann nicht passieren, dass er hier dann irgendwie zum Schuss kommt. Da wurde es eng. Und da steht Robert Lewandowski. Yes! 67. 2:0. Wie geil das läuft. Ha, endlich. Auch mal. Ein Spiel mit Köpfchen. Ganz, ganz überlegt. Ganz, ganz schön. Und ich bin so froh, dass es funktioniert. Hinten ist es zwar immer mal wieder knapp, weil wie gesagt, vor dem Auswärtstor habe ich Angst. Auch immer noch. 2-1 wäre auch nicht so das beste Ergebnis. Aber wir kriegen es bisher noch gut hin hinten. Haben ein, zwei Mal Glück, ein, zwei Mal gut verteidigt. Das passt schon. Und dann kreieren wir vorne noch die passenden Chancen. Also Lewandowski stand ja jetzt sowas von blank. Komm, wir ziehen einfach mal ab. Vielleicht gibt es da eine Unterbrechung. Jawohl. Ich freue mich eher über die Unterbrechung als über das Tor. Nee, natürlich nicht. Aber der Schuss war nicht schlecht. Hätte auch reingehen können. War auch das Ziel. Aber immerhin gibt es jetzt die Unterbrechung. Jetzt machen wir ihm Druck. Nicht übel. Thiago und Perisic da zu zweit drauf. Wie die Bekloppten. 2 Minuten Nachspielzeit. Juventus drückt wie Sau. Neuer hat ihn. Neuer hat ihn und wir können locker runtergehen. Jawoll. 92. Abpfiff. Das Hinspiel endet mit 2:0, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Und zum ersten Mal klappt das. So, der Lodder ist am Labern, denn es gibt ein Derby gegen Schalke. Das ist uns aber nicht wichtig, weil wir, klar haben wir jetzt eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in der Champions League, aber ich glaube, dass wir dieses Derby hier verkacken werden, weil ich wieder die B- bzw. C-Mannschaft nehme. Und dann gucken wir einfach mal, keine Ahnung. So, Schalke. Eieiei. Wir sind mit der B-C-Mannschaft hier an einem Start, mit der wir auch gegen Paderborn verloren haben. Ist natürlich perfekt. Gegen Schalke wird es nicht so einfach, wobei ich auch sehe, dass die auch ein paar Spieler dabei haben, die nicht ganz ganz top sind, also keine Ahnung, wir gucken einfach mal. Ganz ehrlich, mir ist es egal, wenn wir verlieren, dann hat Schalke sogar gute Chancen auf die Vizemeisterschaft. Es soll mir recht sein, also ich probiere natürlich alles hier zu gewinnen, weil ich allgemein ein schlechter Verlierer bin, aber
Es ist egal, also schauen wir mal rein. Und Ogivrid! 12. Spielminute, 1:0 für den FC Bayern, auswärts. Ich habe mich zwar sogar verdrückt, aber gar kein Problem. Ich wollte nämlich auf Offensiv stellen und habe gerade auf volle Offensive gestellt. Ich habe nur gesehen, dass plötzlich Hernandez und so mit vorlaufen. Aber es hat funktioniert, 1:0. So, jetzt sind wir in der richtigen Stufe. Alter, ich hab doch passen gedrückt, Davies wollen damit schneller. Oh. Ein Hundstrike siehst du so. Ey, Digga, und immer Hernandez. Ich glaube, der gibt ihm jetzt gelb. Das war schon das. Ja, das war schon das fünfte oder sechste Mal oder so, dass der. Naja, okay, nicht so oft, aber es war schon oft, dass der da hier gepfiffen hat. Und wieder Leon Goretzka, der sich den Ball nur ein bisschen zu weit vorlegt. Ansonsten hätte der hier auch reingehen können. 12. Minute Vrid, ansonsten 1:0 der Halbzeitstand. Ich gebe mir Mühe, sagen wir es so. Und ich probiere auch wirklich hier noch deutlich mehr rauszuholen. Aber irgendwie gelingt es mir nicht ganz so. Komm, jawohl. Er pfeift. Er hat gepfiffen. Ach komm, ey. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Endlich trifft Goretzka mal. Der ist eigentlich ein wichtiger Spieler, aber irgendwie zu selten on point. Der passt halt besser in die erste Mannschaft und nicht in die zweite hier. Und Will. Ah, das ist so dumm. Ich weiß es nicht warum, aber es ist so doof. Komm, mach bitte einfach das 2:0 jetzt, Chris. Oh. Spielen wir nicht gegen Schalke auch im DFB-Pokalfinale? I guess so, oder? Kann es sein? Und Perisic! Yes! 2:0! Hoffentlich die Entscheidung. Sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich, endlich das Tor erzielt zu haben. Ich habe hier auf volle Offensive nochmal gestellt, weil ich dachte, ich wollte gerade noch sagen, so für 5 Minuten riskiere ich es nochmal, volle Offensive noch ein Tor zu machen. Und dann stelle ich volle Defensive ein. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, das 2:0 zu erzielen. Und jetzt gehen wir halt auf Defensiv. Nicht volle Defensive, aber auf Defensiv. Und jetzt ist Burgstaller durch, Pfosten, Pfosten. Und gegen Paderborn ist er so reingekullert. Diesmal springt er raus. Pfosten, Pfosten und der Ball geht raus. Also das war jetzt auch Pech war für Schalke. Ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, ich hatte auch genug hier in diesem Spiel. Und Perisic mit dem Abschluss nochmal. Aber weit verfehlt. Gelbe Karte gibt es dann da nochmal für Mascarell. Und ja, Ogivi geht dann doch nochmal raus und Haaland kommt in der 89. Spielminute. So, das müsste es gewesen sein. 2:0, Vrid und Perisic. Und damit das Derby gegen Schalke gewonnen. Sehr, sehr schön. Auch mit dieser Mannschaft. Ich habe ein bisschen gekebbelt und ein bisschen gekämpft. Das Spiel war ein bisschen komisch. Aber im Endeffekt habe ich es geschafft, 2:0 hier zu gewinnen und ich bin natürlich damit absolut zufrieden und hyped auf das Rückspiel der Champions League gegen Juventus Turin. Das Ganze gibt's morgen zu sehen, deswegen schaltet unbedingt wieder mit rein. Macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao, ciao.